Ich freue mich tierisch, dass Tim wieder zurück ist und neue Videos macht. Erst bei mir auf dem Kanal und jetzt wieder bei sich auf Green Connection. Lange war es still um Green Connection. Ich glaube, ihr alle wisst wieso. Shit happens, ja. Aber wir freuen uns nur umso mehr, dass es endlich wieder losgeht mit dem Team. Ich war lange nicht mehr da, aber es geht nicht um mich, es geht um Tim. Tim ist endlich wieder da, Mann, mit 9 Folgen. Ich freue mich, dass es bei ihm weitergeht. Wir freuen uns auf die 9 Folgen. Tim, ich freue mich mega, dass deine Folgen wieder losgehen. Der Typ ist wieder da. Find's echt super, Tim ist wieder zurück. Endlich wieder eine neue Folge Green Connection. Der hat ein paar rote Patronen ins Gesicht geworfen, bis es die in der Stube auf Couch niederprackt hat und in die Pulver rein. Hey Tim! Schön, dass du wieder da bist! Tim ist zurück! Welcome back im Business Team! Tim nicht umeinander, Alec bist daheim gehockt, hast du eine gedreht. Green Connection macht wieder hier ordentlich Welle! Wer hätte das gedacht? Liebe Green Connection Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Folge. Es geht endlich wieder los. So, für die erste Folge haben wir uns was Besonderes einfallen lassen. Eine XXL-Folge quasi. Es wird viel Abwechslung geben. Wir sind jetzt erstmal in Österreich, schauen uns die Produktion der neuen Sunlight Evolution an. Dazu werden viele Fragen beantwortet. Danach geht's in die Schweiz und wir schauen uns Cannabispflanzen an. Für jeden also was dabei. Ganz zum Schluss wird noch die Frage geklärt, wie es denn jetzt endlich mit Green Connection weitergeht. Also jede Menge Informationen in die Folge gepackt. Let's go! Martin, wo sind wir hier? Was passiert hier? Also da ist eigentlich die erste Station der Evo fertig. Dort wird die Light Engine, also sprich die LEDs, welche auf den PCB aufgelötet sind, mit dem Kühlkörper verklebt. Okay. Wichtig dabei ist, dass man einen sauberen thermischen Übergang von der LED über die Leiterplatte hin zum Kühlkörper bekommen, denn desto kühler die LED läuft, desto mehr Licht kommt raus, desto besser ist die Effizienz und vor allem auch desto langlebiger ist es. Aber warum kleben? Früher wurde verschraubt, glaube ich, ne? Ja, genau. Also das ist zum Beispiel ein Grund, wieso die Evo-Serie jetzt günstiger ist, oder? Also mit dem Kleben können wir uns doch massiv Kosten einsparen. Bei so einem Modul sind das um die 25%, was wir pro Modul Kosten einsparen. Mussten allerdings natürlich ordentlich in Automatisierung und Teilautomatisierung vorab investieren. Okay, ja. Aber kleben bedeutet nichts schlechter. In dem Fall sogar besser. Okay, warum? Aber also zum einen bekommen wir über den Kleber, ist ein thermisch leitender Kleber, ein sehr guter Übergang von LED über PCB zu Kühlkörper. Zum zweiten ist das Modul, das sehen wir dann in der nächsten Station, jetzt hermetisch abgedichtet. Also es ist nicht eine Verschraubung mit einer Dichtung eingelegt, sondern wirklich die Optik wird komplett verklebt. Das heißt, das Modul ist absolut abgedichtet zur Außenwelt. Okay. Brauchen wir auch, weil die LEDs, die wir jetzt verbauen, zwar super effizient sind, habe ich dir eh schon erklärt, oder? Aber die sind auch deutlich empfindlicher gegen Umwelteinflüsse, diese Mid-Power-LEDs. Und darum dichten wir das im Prinzip hermetisch ab. Das lässt sich eigentlich nur über Kleber realisieren. Über eine normale Dichtung wäre es ein extremer Aufwand und hätte die Kosten ganz nach oben getrieben. Okay. Verstehe. Okay. Und das wird jetzt hier gemacht, das macht deine Kollegin. Genau, ja. Das macht meine Kollegin. Wir bekommen im Prinzip die Light Engine so angeliefert. Das heißt, wir kaufen die LEDs zu. Absolut, verstehe ich. Aber warum sind die jetzt auf der Oberfläche oben gelb? Was hat das für einen Grund? Die weißen LEDs, da hast du immer einen blauen LED-Chip. Der generiert blaues Licht mit 430 bis 450 Nanometer. Und das Gelbe ist sozusagen eine Farbkonversionsschicht. Also da ist ein Farbkonversionsmaterial eingebettet in ein Silikon. Und mit dem wird dieser Chip und der Reflektor umgossen. Und der macht dann aus dem blauen Licht, was aus dem LED-Chip rauskommt, dieses weiße, breitbandige Spektrum, also sprich mit Blau, Grün und Rot und allem, was drin ist. Verstehe. Oder? Da bei der roten LED hast du ein Direct Converted LED. Das heißt, da bestimmt rein der Halbleiterübergang, welche Farbe aus der LED rauskommt. Also da brauche ich keine Farbkonversionsschicht in dem Sinne. Okay, und so werden die Platten jetzt bei euch angeliefert? Genau, ja. Und jetzt zeigen wir, wie es weitergeht. Genau. Das war nochmal. Die Light Engine wird dann im Prinzip da in unser Nest eingelegt. Wenn die Kühlkörper im Prinzip reinkommen, gehen sie durch einen Qualitätscheck
und werden erst dann eingelagert. Okay. Und trotzdem überprüfen wir da noch ein zweites Mal, vor allem auf ganz kleine Fehler im Eloxal und so weiter, einfach, dass es auch optisch hübsch aussieht. Okay. Die Kühlkörper nochmal und dann rakelt die Sarah den thermisch leitenden und thermisch härtenden Kleber auf den Kühlkörper. Und jetzt siehst du, sie zieht den Rakel drüber und jetzt ist eigentlich dieser Kleber schon aufgebracht. Und jetzt nimmt sie die Kühlkörper. Das wird da über die kleinen Nasen zentriert, oder, dass das alles in Position ist, weil ihr nachher die Position von LED zu Optik auch exakt passen muss. Sondern dass die Optik ihren Zweck erfüllt. Ja. Legt es rauf, dann wird vorgespannt, damit im Prinzip also die Luft rausgepresst wird, sich der Kleber schön verteilt. Und damit füllt sie dann diese Wägen. Auf unseren Wagen passen 330 Stück. Okay. Und wir produzieren am Tag 1020 solcher Module. Okay. Das ganze Jahr hin. Und die habt ihr dann auf Vorrat und dann produziert ihr die einzelnen Leuchten, so wie sie bestellt sind? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wir machen den eigentlich schon gleich leuchtend raus und die gehen je nach Bedarf entweder sogar recht zügig raus oder werden zwischengelagert als Fertigmacher. Okay. Gut, wenn das auf dem Wagen ist, dann geht es da in den Ofen rein. Ja. Und wird für 7 Stunden bei 100 Grad getrocknet. Also ein recht schonender Trocknungsprozess des Klebers, um zum einen Spannungen rauszunehmen, dass ihr wirklich eine spannungsfreie Verbindung habt. Aber vor allem auch, weil das Eloxal bildet ab 100 Grad Haarrisse aus. Mhm. Das heißt, der Kühlkörper würde nicht schön aussehen. Okay. Technisch zwar kein Problem, aber optisch. Darum haben wir auch immer wieder B-Ware, die wir direkt im Online-Shop anbieten, zu reduzierten Preisen. Wenn mal jemand ganz günstiger Leute schießen will, gibt es Gott sei Dank nur begrenzte Stückzahlen, weil wenn es zu viel wäre, würde das bedeuten, wir haben eine schlechte Qualität. Verstehe ich, okay. Ja. Okay. Also die nächste Station ist jetzt im Prinzip die Station, wo die Optik, also die Sekundäroptik, dem Kühlkörper verklebt wird. Okay. Ist wiederum ein zweiter Klebeprozess. Der ein bisschen anders funktioniert wie die Verklebung Light Engine zu Kühlkörper, weil da brauchen wir keinen thermischen Übergang mehr. Dafür ist es aber wichtig, dass wir da absolut dicht sind. Und für das haben wir doch in einer ordentlichen Summe, sage ich mal, in einer Automatisierungsanlage reingesteckt, wo du im Prinzip die Roboter am Arbeiten siehst, die das Kleberdosieren im Prinzip für uns übernehmen. Die Maschinen gab es alle noch gar nicht zur Q-Serie damals? Die gab es zur Q-Serie noch nicht, das war damals noch alles Handarbeit. Ja, kann mich erinnern. Ein Klebeprozess lässt sich aber so nicht anders abbilden. Also da braucht man Roboter dazu. Das ist aber so, sind aber auch ganz stolz, dass also keine Stellen abgebaut wurden in dem Sinn, sondern dass wir unser starkes Wachstum eigentlich genommen haben und die Automatisierung jetzt nur dazu geführt haben, dass man keine zusätzlichen Leute mehr einstellen mussten für den Prozess. Aber weil du es gerade ansprichst, wie viele Leute hast du im Unternehmen jetzt inzwischen? Im Unternehmen sind wir 34 Mitarbeiter. 34. Ja. Stand heute ist sehr dynamisch bei uns, muss ich sagen. Also kann im halben Jahr können schon 40 sein. Dann sind wir allerdings an diesem Standort absolut voll, oder? Und wie du weißt, wir haben ja ein Bauprojekt gestartet und sollten, falls du nächstes Jahr wieder vorbeikommst, uns im anderen Gebäude unterhalten. Gerne, gerne. So. Da sehen wir im Prinzip jetzt, also die Kühlkörper kommen auf den Wägen her vom Ofen, sind abgekühlt, sind in diesen Trays drin. An dieser Station drüben wird im Prinzip der Kühlkörper eingelegt. Vorgespannt und zentriert. Das heißt, die Höhe des Kühlkörpers muss exakt sein und die Position, damit der Roboter natürlich weiß, wo er hindosieren muss. Oder? Dann fährt der Wagen einmal im Kreis herum und dann werden immer zwei Wägen parallel von zwei Robotern bearbeitet, dass wir unsere Taktzeit schaffen. Mit einem Roboter wäre es zu langsam gewesen, weil ja, wie gesagt, diese 1000 Kühlkörper am Tag, die müssen produziert werden, damit wir unsere Jahresmenge einhalten. Das heißt, da ist auch wenig Toleranz für Stillstand und so weiter. Das läuft jeden Tag, ob Bedarf da ist oder auch nicht. Somit schaffen wir es denn eigentlich im 37-Sekunden-Takt kommt ein Modul ready raus. Okay. Dieser Roboter macht in der Zwischenzeit eine Plasmabehandlung der Sekundäroptik. Oder? Wir kleben ja dieses Plexiglas, das hat eine sehr schlechte Oberflächenspannung mit Aluminium. Jetzt über einer Plasmaflamme wird im Prinzip die Oberflächenspannung des Materials verändert oder die Oberflächenbeschaffenheit, damit das Plexiglas dann perfekt auf den Kühlkörper klebt. Verstehe. Wenn denn das rauskommt, dann wird im Prinzip nur noch die Optik auf den Kühlkörper gelegt sozusagen.
Das Ganze wird über Pins zentriert, das auch wieder eben Position der einzelnen Linse zur LED ist sehr wichtig. Verstehe. Wird draufgelegt und danach sehen wir da drüben, kommt der Wagen wieder raus, dann wird das aus dem Automat rausgenommen und im Prinzip vorgespannt über diese schwarze Klammern. Und dann geht es da in diesen Wagen, da passen ca. 800 Kühlkörper rauf und geht 24 Stunden zum Trocknen. Okay. Und nach 24 Stunden muss man nur noch die Klammer entfernen, nochmal einen Qualitätscheck machen und dann ist das Modul eigentlich fertig für die Weiterverarbeitung. Okay. Kann man denn jetzt eigentlich sagen, wie lange du für eine Leuchte zur Produktion brauchst? Ja, können wir ziemlich genau sagen, oder? Weil wir das für die Planung natürlich brauchen und für die Kostenkalkulation. Also eine komplette Leuchte ist ca. 15 Minuten. Also eben, das war jetzt die Station, oder, wo die so wichtige, für uns wichtige Sekundäroptik im Prinzip verheiratet wird, dass alles dicht ist, dass ich alles reinigen kann und dass das Licht homogen verteilt wird. Oder? Für das ist dieses Teil zuständig. Okay, und jetzt sind wir dann im Prinzip da an der Station fertig und gehen dann weiter, wo die Schiene vorbereitet wird. Alles klar, machen wir. Okay, ja, also da sind wir jetzt an der Station, wo wir die Schiene im Prinzip vorfertigen. Mhm. Schiene bedeutet, jawohl, wir bekommen die Aluminiumschiene fertig bearbeitet vom Lieferanten, oder? Dann wird der Treiber eingebaut, je nach Leuchte eben ein 190, ein 250 oder ein 320 Watt Treiber, wird in der Schiene fixiert und dann wird der Deckel im Prinzip auf einer Seite montiert. Okay. Da im Hintergrund sieht man den Markus, wie er das macht, oder? Das ist ja recht schnelle Sache, oder? Im Vergleich zur Q-Serie haben wir jetzt auch Kunststoffdeckel gesetzt. Ja, warum? Auch wieder Kostenreduktion zum einen und wir haben einen Freiheitsgrad mehr. Einen Kunststoffdeckel können wir dreidimensional designen. Mhm. Oder? Wir wissen, dass das mitunter vielleicht vom einen oder anderen Kunden kritisch gesehen wird, aber eigentlich ist, was die Qualität und die Dichtheit der Leuchte anbelangt, der Kunststoffdeckel definitiv die bessere Wahl. Und die Aufhängung passiert aber nach wie vor noch über Aluminium. Also wir haben da unser Easy-Tilt-System mit den 5 Löchern, dass ich 2 verschiedene Winkel einstellen kann, 11 und 17 Grad. Eins ist dazugekommen, ne? Eins ist dazugekommen, genau. Früher war nur 11 Grad machbar, jetzt haben wir gesagt, okay, macht mit der neuen Optik auch Sinn, das sogar noch schräger zu hängen. Also mit 17 Grad ist vor allem spannend, wenn du in großen Flächen arbeitest. Also stell dir vor, du hast einen Pflanztisch, der steht mitten im Raum. Mhm. Dann macht es Sinn, die Leuchten ganz steil anzuwinkeln, um wirklich kein Licht an nicht bepflanzte Fläche zu verschwenden. Aber eben, wie gesagt, der Bügel ist nach wie vor noch aus Aluminium und der ist über Schrauben mit der Schiene verbunden. Mhm. Nur der Deckel an sich, und der hat ja keine mechanische Belastung, ist aus Kunststoff. Okay. Und nun geht es zur nächsten Station, zur Hochzeit sozusagen. Wo die Schiene mit der Light Engine bzw. dem Light Module verheiratet wird. Oder? Wir bauen jetzt sogar eine Evo 480. Vier Module, wie gesagt, die werden jetzt über Kabel verbunden. Mhm. Wir sind weg von diesem Pin-System, was du mich vorher gefragt hast. Ja, weg von diesem Pin-System, einfach weil wir hatten immer sehr niedrige Rücklaufquoten. Doch wenn wir mal was hatten, dann war es dieser Pin. Darum haben wir gesagt, okay, wir wollen die Rücklaufquote noch weiter runterdrücken und gehen wieder zurück auf Kabel. Okay. Ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber hat eine bessere elektrische Verbindung, zuverlässiger und lässt sich auch bei uns im Qualitätsmanagement zuverlässiger überprüfen. Die Kabel werden reingesteckt und dann im Prinzip diese halbwertige Schiene, aber das ist, da fehlt noch der Deckel, im Prinzip reingeklippt, das geht super schnell. Und dann muss die Christine nur noch elektrisch verbinden, also sprich den Treiber mit den Modulen verbinden. Das macht sie über Vago-Klemmen, schrauft den Deckel drauf und dann war es das schon. Spannend zu wissen ist, in dem Deckel ist auch eine Membran integriert, so eine Gore-Tex-Membran, oder? Die hilft der Leuchte sozusagen zu atmen. Okay. Durch das Abkühlen und Aufwärmen der Leuchte entsteht beim Abkühlen ein Unterdruck in der Leuchte und der würde dir Feuchtigkeit reinsaugen. Mhm. Oder? Und darum ist diese Membran, die es zulässt, dass zwar Luft durchgeht, aber keine Feuchtigkeit, kein Wasser. Okay. Und somit bleibt die Leuchte auch über längere Zeit dicht und saugt kein Wasser an. Okay. Ja. So, Thema Moduleffizienz? Moduleffizienz? Mhm. Ja, genau. Haben wir auch viele Fragen bekommen. Wir geben auf unserem Datenblatt 2 Zahlen an.
Zum einen die Moduleffizienz, die da größer 3 Mikromol ist, und die Systemeffizienz bzw. der Systemoutput. Die Moduleffizienz beschreibt, wie viel Licht kommt aus meinen LEDs raus, ohne die Verluste der Optik und ohne die Verluste des Treibers, damit das Ganze vergleichbar bleibt. Das war früher bei Natrium-Dampfleuchten, diese 1,7 Mikromol pro Joule, wo jeder bei Natrium-Dampf geredet hat, war auch nur die Effizienz des Leuchtmittels. Okay. War nicht die Effizienz der Leuchte. Ja, ja. Dann hatte die Verluste durch einen Reflektor und hatte Verluste durchs Vorschaltgerät. Die man auch hätte berücksichtigen müssen. Genau. Und wenn du auch heute ein Do-it-yourself-Kit kaufst, oder so, gibt ja viele Hersteller, die einfach nur LED-Boards ohne Treiber anbieten, die können eine Mega-Effizienz raufschreiben, naja, weil das LED-Board an sich hat ja tolle Effizienz. Aber eben ein Treiber hat 95% Effizienz, also sprich 5% Verlust, die gehen da weg von diesen 3 Mikromol. Und die Optik an sich, obwohl wir sehr, sehr viel Aufwand reingesteckt haben und das ein Mega-Wert ist von einer Plexiglas-Optik, verursacht auch nochmal circa 3,5%. Und beides zusammen fallen wir dann im Prinzip von dieser Moduleffizienz größer 3 Mikromol pro Joule auf gute 2,7 Mikromol pro Joule, was die ganze Leuchte denn Systemeffizienz hat. Und das sind aber sehr, sehr ehrliche Angaben. Okay. Das wäre es dazu, ja. Martin, willst du mir noch was zu dem Thema Recycling sagen? Also was passiert, wenn ein Kunde beispielsweise eine Sunlight Q-Serie der ersten Generation hier einschickt? Was passiert mit den alten Materialien? Können wir machen, ja. Entweder werden Q1W als refurbished Version daraus gebaut, sprich der Kühlkörper wird weiterverwendet, die Light Engine und die Optik, die müssen wir leider schmeißen, weil es eine alte Generation ist. Oder? Aber der Kühlkörper wird 1:1, er wird gereinigt und weiterverwendet. Wir produzieren keinen Waste. Die andere Alternative ist es, sofern der Markt nicht so viele Q1 refurbished will, geht es zum Recycling. Das ist da eigentlich 20 Kilometer. Du siehst es, wenn du an der Autobahn vorbeifährst, Siedlein Aluminium, das ist ein großer Aluminium-Recycler bzw. Schmelzer. Und der schmilzt dann im Prinzip das alte Aluminium ein. Und gleich daneben siehst du das Presswerk und da werden dann wieder die Schienen der Evo-Serie rausgepresst. Also wir versuchen, so gut es geht, den Recyclingkreis zu schließen. Okay, schön. Viele LED-Hersteller, die entscheiden sich ja für so eine sogenannte, ich nenne es mal Spider-Form. Klar, ja. Nun sehen deine LEDs komplett anders aus. Was hat das für Gründe? Prinzipiell, wenn ich mir so eine Leuchte ansehe, liegt es nahe, dass das homogene Ausleuchtung bewirken muss. Oder? In der Praxis ist es aber gar nicht so, oder? Weil zum einen, ich will in der Pflanzenzucht eine diffuse Lichtverteilung. Das heißt, ich will, dass mein Licht aus mehreren Seiten und von mehreren Winkeln auf meine Blätter, auf meine Pflanze auftrifft. Wenn ich das mit einer Spider erreichen will, muss ich die Leuchte bei so 40, 50 cm hängen. Das bedeutet dann aber, dass ich in der Mitte der Leuchte überschneiden sich sehr viele Bars und generieren wir einen Hotspot. Da habe ich auch eine diffuse Verteilung. Und desto weiter, dass ich nach außen hingehe, desto schlechter wird meine diffuse Verteilung, weil immer weniger Module auf den gleichen Punkt leuchten. Ganz außen ist das nur noch ein Modul. Da kommt nicht mehr das Licht vom Modul von der anderen Seite her, weil ihr nur 40 cm Abstand habt. Oder? Und dann bekomme ich eigentlich über die Spider gar nicht so eine homogene Lichtverteilung, wie man eigentlich meinen würde. Und ich arbeite auch mit mehr Verluschen. Okay. Bei der Sunlight-Bauform, wir haben 2 Module. Wenn ich 2 Leuchten in einem Zelt verwende und ab einem Quadratmeter ist das ganz klar unsere Empfehlung, können wir sagen, dass wir jeden Punkt im Zelt mit mindestens 2 Modulen belichten. Das bedeutet, an jedem Punkt im Zelt, jedes Blatt und so weiter, bekommt Licht von mehreren Leuchtpunkten, also eine super diffuse Lichtverteilung. Und über die Optik und über die Länge der Leuchte oder der geometrischen Maße der Leuchte schaffen wir es eigentlich, dieselbe Homogenität zu erreichen, bei deutlich diffuserer Lichtverteilung, also bei deutlich effizienterer Lichtbereitstellung sozusagen. Und das Ganze sogar mit einer besseren Effizienz wie bei einer Spider-Leuchte. Also mit einer besseren Effizienz von wo kommt das Licht bei der Leuchte raus, bis es unten an der Pflanze ankommt. In Summe haben wir da eigentlich meiner Meinung nach nur Vorteile.
Du bist flexibler wahrscheinlich. Ich bin auch deutlich flexibler, genau. Also das sind dann noch weitere Punkte, die ganz klar für das System sprechen, oder? Wenn ich unterschiedliche Pflanzenhöhen habe und gerade in der heutigen Zeit wird das geliebt von unseren Kunden, dass nicht ein Zelt mit einem Strain befüllt wird, sondern vielleicht mit zwei unterschiedlichen, dann kann ich mit den Leuchten noch individuell reagieren. Dann habe ich den Punkt Aktivkohlefilter, Lüftungsequipment, was im Zelt verwendet wird, hängt ja meistens an der Decke. Mit den Sunlight Evo Modellen kann ich den Filter mittig positionieren und fahre links und rechts mit der Leuchte auf dasselbe Niveau und verliere eigentlich keinen Zentimeter an Höhe. Sprich, also der Aktivkohlefilter ist mein niedrigster Punkt im Zelt. Und die Leuchten hängen links und rechts davon. Das ist super gut. Und du hast noch den Vorteil bei diesen zwei Leuchtensystemen, oder, dass du deutlich flexibler bist. Oder? Wenn du zum Beispiel ein Zelt mit 1,50 mal 1 Meter hast, dann wird es schwierig, das passende Spider-Modell zu finden. Bei Sunlight findest du da eigentlich für jede Fläche, kannst du dir dein System so individualisieren, weil du mehrere Einzelleuchten hast, dass du jede Fläche perfekt ausleuchten kannst, auch wenn es mal eben kein Zelt ist, kein Standardmaß sozusagen. Diese Flexibilität, die hast du eigentlich nur mit unserem System und nicht mit einem Spider-System. Auch das, ich kann eine 1,50er Box zum Beispiel, kann ich mit zwei Evo 5 150 ausstatten, dann habe ich mal so klassisches 1000 Watt Replacement. Ich kann aber auch nochmal Jahre entscheiden, okay, jetzt hänge ich mir noch ein Dritte dazu, weil jetzt habe ich eine CO2-Anlage. Dann kaufe ich nur noch eine Leuchte nach. Oder? Ansonsten habe ich mein System, das ich von Anfang an entscheiden musste, was ich will, drin hängen, kann das nur raus verkaufen vielleicht, wenn ich es am Gebrauchmarkt wegbringe, oder um wieder was Neues kaufen. Und bei uns kann ich einfach diese fehlende Leuchte noch ersetzen und ich habe die Möglichkeit, auch ganz crazy Sachen zu machen. Oder? Also ich kann auch theoretisch, ob es Sinn macht oder nicht, aber ich kann mir auch 4 oder vielleicht sogar 5 Evo 5 in 150 in 150er Box hängen, habe den 2000 Mikromol bis in den letzten Winkel raus und kann einfach die freakischen Sachen fahren. Und das kann ich alle stufenweise aufrüsten, wie ich will, wie es mein Budget gerade zulässt und wie es mich auch interessiert. Oder? Interessen verändern sich, oder? Absolut. Wo früher vielleicht Energiesparen viel mehr im Fokus war, ist heute Ernte maximieren im Fokus. Genau. Und so modular und adaptiv ist unser System. Aber Martin, das war ein super Stichwort gerade, Erntemaximierung. Wir haben noch einen Termin in der Schweiz, glaube ich. Allerdings, ja. Wollen wir da jetzt mal langsam hinfahren? Ja, müssen wir uns ranmachen, fahren wir hin. Dann machen wir das. Alles jetzt klar. Gut, los geht's. In die Monkey Farm investiert als Sunlight und zusammen mit der Monkey Farm, hi Benjamin, das hier aufgebaut, was europaweit eigentlich einzigartig ist und was sozusagen auch ein Teil des Sunlight Forschungslabors ist. Cool. Aber ich habe es eilig, Benjamin, ich habe Tim versprochen, dass du ihm alles zeigst. Ja. Ich bin dann mal weg. Gut. Danke. Ciao. Ciao Tim, mach's gut. Ciao. Gut Tim, dann lass uns gleich loslegen und ziehst du gleich einen Mantel an. Schauen wir uns das Ganze an. Benni, was ist Researcher Plant? Was ist das Projekt? Unser Projekt bei Researcher Plant ist die Fragestellung, die wir uns alle stellen als Züchter von Pflanzen. Wie erreiche ich stabile Qualität und gute Erträge? Und wir bieten den Service, das zu begleiten, genau die Fragen zu beantworten, die sich da stellen. Und das tun wir in diesen Boxen. Eine davon sieht man. In diesen Boxen können wir die klimatischen Bedingungen, Düngung und so weiter sehr genau einstellen, in sehr kontrollierter Umgebung. Hier als Beispiel unsere Mutterbox. Hier machen wir gerade einen Versuch, die spektrale, also den Einfluss des Spektrums von Licht auf die Mutterpflanzen gegeneinander zu vergleichen. Das heißt, wir haben Pflanzen unter denselben klimatischen Bedingungen, darum hier auch die Trennung unter zwei unterschiedlichen Spektren. Einmal klassische CMH-Leuchten und hier LED-Leuchten. Der Versuch wird über ein Jahr circa laufen und da wird ganz genau mitgelockt, fotografiert und kontrolliert, wie entwickeln sich die Mütter, wie ist die Wurzelbildung, wie viele Stecklinge können genommen werden, Wurzelrate und so weiter.
Also die Folie ist einfach da, dass kein Lichtüberschneidung gibt. Dass wir kein Streulicht von der CMH-Seite auf die LED-Seite und umgekehrt haben, dass wir auch wirklich sagen können, das wäre das. Das wäre auch in zwei Boxen möglich, dann kann man aber nicht dezidiert sagen, das war wirklich die exakt selbe Stellfläche, die exakt selbe Umgebungsbedingung, deshalb in einer Box mit Abtrennung der Lichter. Okay, und hier schaut ihr euch an, nach einem Jahr, wie performen die Mutterpflanzen einfach? Genau, Verholzung, eben Wurzelrate der Stecklinge, Menge an Stecklingen und so weiter und so fort. Okay. Also ist Research a Plant, eigentlich wenn man es zusammenfasst, das ist viel Forschung mit Pflanzen, viel mit Licht, wie funktioniert Licht, Lichtspektrum auf die Pflanzen, wie reagieren die? Düngung wahrscheinlich auch. Sehr genau, wollte ich gerade sagen. Also Licht ein Thema, klimatische Bedingungen ein anderes Thema, hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, Feuchtigkeiten, CO2-Begasung, Nicht-CO2-Begasung, Düngung vor allem eben auch. Wie wirkt das jeweils auf die Pflanze ein? Jeder, der schon mal damit gearbeitet hat, kennt das. Jeder testet herum und meistens haben ja auch unsere Tests, die wir so im Kleinen machen für uns selber, auch eine gewisse Aussagekraft. Aber meistens gibt es dann diesem Ding, dass man sagt, gut, ja, es war jetzt halt etwas wärmer, es war etwas trockener als beim anderen Test, jetzt dann haben sich mehrere Attribute geändert und irgendwo weiß man, okay, eigentlich war es nicht wirklich die Aussagekraft, die ich gerne hätte, weil es waren doch mehrere Bedingungen anders und ich will vielleicht nur wissen, wie der Dünger wirkt und eben nicht, wie wirkt er bei 3 Grad höherer Temperatur. Und das können wir hier bieten. Zweimal dasselbe tun, bei selben Bedingungen, nur ein Attribut, das ich untersuchen will, ändert sich. Alles hier jetzt das Spektrum. Und dafür hast du verschiedene Boxen aufgebaut? Ganz genau, um verschiedene Tests machen zu können. Okay, schauen wir uns die anderen Boxen gerne an. Wunderbar, dann gehen wir gleich weiter. So, Benni, was sehen wir denn in dem Raum? In der Box machen wir einen Versuch, den wir vorher nicht besprochen hatten. Wir können auch Genetiken vergleichen. Hier sind einfach zwei verschiedene Genetiken in einer Kammer, bei der identische Bedingungen herrschen, auch identische Lichtbedingungen, Düngung und so weiter, wird dieselbe sein. Eben auch hier unter identischen Lichtern, dass es hier keine Unterschiede gibt. Und da werden wir einfach sehen, wie performt die eine Genetik und die andere. Terpenprofil, Cannabinoidprofil wird bei jedem Versuch von uns auch immer mitgemessen. Also es gibt große Kontrollblätter, am Schluss gibt es große Datenmengen, wo wirklich minutiös festgehalten wird, wie lange war die Anwurzelungszeit, was sind die Mengen an, also die Erntemengen tatsächlich pro Pflanze, pro Tisch, die Terpenprofile, Cannabinoidprofile. Und dann, wenn man einen Versuch ein zweites Mal macht, ein Attribut ändert, kann ich dann auch sagen, ja gut, das hat tatsächlich irgendwas beim Terpenprofil verändert oder beim Cannabinoidprofil oder wie auch immer. Weil du von Terpen- und Cannabinoidprofil sprichst, das wirst du ja nicht schätzen oder raten, denke ich mal. Nein, das geht ins Labor. Das geht ins Labor. Genau. So ist und dann kriegt ihr eine Auswertung, eine Analyse? Dann bekommen wir eine Analyse, ganz genau. Da sind die verschiedenen Terpene aufgelistet und auch die verschiedenen Cannabinoide, in was für einem Verhältnis, dass sie eben da sind. Das ist ein Labor in der Schweiz. Dieses Labor macht auch Tests wie also Pathogene oder Spritzmittel und so weiter, wäre auch möglich, beispielsweise einen Versuch zu machen, zu sagen, man spritzt eine Seite ganz bewusst und eine nicht, um mal zu sehen, ob es hier Unterschiede gibt. Gibt es Rückstände oder wie wirkt sich tatsächlich auf Terpenprofil aus oder auch optische Einwirkungen. Bestimmte biologische Spritzmittel wirken sich rückstandsfrei, also die haben keine Rückstände, können sich aber auf die Optik auswirken, machen die Blüten dunkler und so weiter. Auch solche Dinge könnte man genauso interessant untersuchen. Also weil wir waren vorhin beim Terpenprofil, dass wir das nochmal kurz aufgreifen. Du kannst praktisch auf der rechten Seite mit NDLs, Natriumdampflampen beleuchten, auf der linken Seite mit der neuen Evo. Genau, das machen wir in der nächsten Box. Dann schauen wir uns an. Ja. Gutes Stichwort. Schauen wir mal. Super. Hier das, was wir vorher gerade angerissen haben, hier machen wir genau diesen Versuch. Wie wirkt sich das Lichtspektrum, ganz spezifisch das Spektrum, nicht die Intensität, auf die Terpen- und Cannabinoidprofile auch, klassisches NDL-Belichtungsset. Hier die neue Evo von Sunlight als vollspektrales LED-Licht. Haben wir schon mal gemacht tatsächlich den Versuch auf Coco. Selber Versuch, selbe Pflanzengenetik auf Erde diesmal. Der Coco-Versuch hat schon interessante Ergebnisse geliefert, jetzt schauen wir uns das auf Erde an. Man sieht, der ist tatsächlich live hier gerade am Entstehen, der Versuch.
Die hast du heute erst? Die haben wir heute schon getupft, die LED-Seite, und die werden wir jetzt nachher noch weiter tupfen. Und dann geht er ab heute steil. Okay. Herr Benny, du hattest früher, ich weiß gar nicht, ein paar Zuschauer kenne ich wahrscheinlich noch von früher. Ja. Also ich habe den Benny ja schon mal interviewt und wir waren auch hier schon mal, durften uns die Monkey Farm damals anschauen. Darum kommt der Benny einigen von euch wahrscheinlich auch so bekannt vor. Wir waren vor circa 2,5 Jahren, glaube ich, waren wir schon mal hier in der Schweiz genau und haben uns die Monkey Farm angeschaut. Das war damals noch auf dem Green Germany Kanal. Wie sieht es denn damit eigentlich aus? Also können wir das auch, können wir schon was erzählen dazu? Können wir auch das dazu erzählen, genau. Wir haben uns im Laufe dieser Zeit tatsächlich immer stärker auf die Forschungsebene fokussiert. Es gibt prinzipiell die Monkey Farm noch, die wird jetzt gerade technisch nochmal völlig umgestaltet und modernisiert mit neuer Belichtungslösung und neuer Klimatisierung. Und auch da werden wir Forschungsarbeit treiben. Okay, interessant. Genau. Okay, weil wir gerade ansprechen, neue Technik, und wir waren ja vorhin bei Martin, haben die neue Evo besprochen. Ja, genau. Habt ihr die da schon hängen oder kommt die da jetzt rein? Die neue Evo? Die neue Evo, genau, in die der Monkey Farm. Nee, in der Monkey Farm meine ich. In der Monkey Farm, genau, das ist die technische Änderung. Von der Q6 Generation 2 jetzt auf die Evo. Alles klar, super. So, und dann parallel läuft noch das Projekt Researcher Plant, wo es einfach um Forschung geht. So ist es, und die Monkey Farm verschmilzt eigentlich mit der Researcher Plant und wird ebenfalls Forschungsthema. Interessant, super. Okay, nächster Raum. So, Tim. Jawohl. Ja, eine Box mit blühenden Pflanzen. Okay, die sind heftig am Blühen schon. Die sind heftig am Blühen, auch hier. Ein Versuch mit Düngemittel tatsächlich hier. Okay. Da gibt es ein Düngemittel, das wir ausprobieren, ansonsten Standardbedingungen, Standardgenetik. Mhm. Und hier sieht man eben auch, das sind genau diese Dinge, die wir herausfinden wollen. Ja. Es reagieren hier unterschiedliche Pflanzen unterschiedlich auf die Düngezugabe. Wir haben alle die identischen Mengen an Dünger. Es wird täglich mitkontrolliert, was ist im Tank, was kommt aus der Drainage raus. Die Wassermengen sind Ideen, die Temperaturen und so weiter. Das heißt, dann kann man wirklich sagen, da passiert was basierend auf diesem einzelnen Attribut Dünger. Und das machen wir ganz eng mit dem Kunden in Zusammenarbeit. Da gibt es regelmäßige Meetings. Also der Düngehersteller ist dann praktisch der Kunde, oder der ganz Düngehersteller gibt euch einen Auftrag und sagt, bitte testet mal meinen Dünger an den Pflanzen. Ja, so ist es. Der sagt, her, schaut, ich habe irgendein bestehendes Produkt oder auch ein neues, ganz egal. Ich will hier mal schauen, wie wirkt sich mein Produkt auf einer bestehenden Ebene an Klima und so weiter aus. Schaut mal, gibt es eben irgendwelche Auffälligkeiten, wie dass eben manche CBD-Genetiken oder manche Pflanzen, die Genetik ist dieselbe überall, anders auf die Düngegabe ansprechen als andere, weil manche sehr gut performen und manche eben Vergelbungen aufweisen. Und die können hier nur vom Dünger kommen, weil alle haben dieselben Bedingungen dieselbe Massermenge, denselben Dünger. Es ist alles überall genau dasselbe. Das ist das Spannende an den Boxen. Okay. Kannst du uns was zu der ganzen Technik hier drin sagen? Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ja. Also was uns vor allem interessiert, erstmal, wie groß sind die beiden Tische? Ja. Wie viele Pflanzen haben wir da drauf stehen und mit wie viel Watt und welchen Lampen arbeiten wir? Das machen wir in einer leeren Box, würde ich sagen, weil es sehr warm ist hier drin. Gerne, ja, ich auch. Gehen wir weiter. Erzähl uns was zur Technik, bitte. Okay, da gibt es viel und nicht viel zu erzählen. Das, was wirklich interessant ist, in diesen Phytotronen, also in diesen Boxen, können wir das Klima sehr genau steuern, die Luftfeuchtigkeit können wir sehr genau steuern, also B- und Entfeuchten, die CO2-Sättigung können wir steuern, das Licht. Und hier ist spannend, dass wir nicht an einen Lampentyp gebunden sind. Das ist wichtig, man hat es in vorgehenden Boxen schon gesehen, wir können CMH, ND, also HPS-Leuchten, ND. Wir können auch diverse LEDs verwenden, da sind wir völlig frei. Das heißt, die Box, die frisst so ziemlich alles, was es an Technik gibt. Das heißt, Strom ist da in ausreichender Menge, es ist das Dimm-Signal da. Wir haben eine Steuerung, die das auch alles machen kann. Hier können wir sehr genau steuern, um Versuche zu fahren, wie eben, dass ich nicht sage, ich hole es mal hier mit 600 oder 6000 Watt und hier nochmal, sondern ich vergleiche zwei Leuchtmittel,
anhand des Spektrums. Das heißt, dann muss ich ja auch wirklich genau einstellen können, wie viel Licht kommt denn auf meiner Fläche an. Ja. Wir haben zwei Düngekreisläufe. Jeder Tisch ist für sich ein separater Kreislauf, deshalb auch Düngeversuche möglich, die wir auch separat von den Pumpen und so weiter steuern können. Wir haben jedes, also eben das Thema links mit organischen, rechts mit mineralischen. Ganz genau. Jeder Tisch hat einen eigenen Drainagefluss, der wird auch täglich gemossen. Jeder Tisch hat, das sind noch so Fakten, 3 x 1,5 Meter, das heißt 4,5 Quadratmeter Nutzfläche pro Tisch, 9 pro Box. Wie groß ist die komplette Box? Die Box hat 16 Quadratmeter. 16 Quadratmeter. Genau. Wie viele Lampen bzw. wie viel Watt haben wir hier? Hier haben wir 7 EVO 5150 okay. verbaut, die wir eben dimmen können. Darum einfach von 7 mal Maximum bis 7 mal runtergedimmt und alles dazwischen. Und wir gehen eben hier weniger darauf, wie viel Watt gezogen werden, sondern tatsächlich mit dem Spektrometer an fix festgelegten Messpunkten machen wir einen PPFD-Plot pro Row. Das werden wir auch gerne, glaube ich, mal zeigen. Das ist sicher interessant. Protokollieren das eben auch mit, um zu sagen, gut, wir hatten hier Randbereich, wir versuchen den abzufangen, aber den gibt es immer irgendwo. Ja. Den meistens niedrigsten Wert, dann in der Mitte die höchsten Werte, wo war die Range. Okay. So. Was macht die Zu- und Abluft? Was kannst du dazu erzählen? Weil du hast, das sind Closed Loop Systems, genau. Das heißt, wir ziehen die Luft aus der Box ab, die geht über eine Klimaanlage, die kann die erwärmen, kühlen, entfeuchten und drückt die hier wieder über den Diffusor rein. In diesem Zuge kann sie mit CO2 angereichert werden. Das heißt, wir sind hier unabhängig von den Außentemperaturen. Okay. Das, was sonst klassisch gerne auch passiert. Und wir haben hier keinen Aktivkohlefilter. Nein, wir haben hier keinen Aktivkohlefilter, da wir ja ganz offiziell das hier betreiben. Wir haben einen großen Filter, dass nach außen nicht so viele Gerüche getragen werden, aber in der Box ist der Filter tatsächlich nicht so das Ausschlaggebende. Wir haben UVC-Filteranlagen, die filtern aber andere Dinge, keine Gerüche. Okay, alles klar. Probier mal den Dimmer aus, du kannst es sehen. Rauf, runter, genau. Jawohl. Ja, und Tim, wie gesagt, die Box steht leer. Ich sehe, du stellst dich da gut an mit der Technik auch. Und ich kann schon mal dimmen. Du kannst schon mal dimmen, du kannst das Licht einschalten, damit ist schon die halbe Miete gewonnen. Jetzt gehen wir noch die Bewässerung durch. Und wir haben es vorher ja schon besprochen. Ich würde mich freuen, jemanden zu haben, der sich diese spezielle Box zu Herzen nimmt. Ich würde mich freuen, wenn das Kind Box werden würde. Und du einfach hier dir dein Reich erschaffst und deiner Community hier das spannende Thema Grown näher bringen könntest. Super. Vielen Dank, Benni. Gerne. Danke. Dankeschön. Leute, wie gesagt, wir haben das davor natürlich schon mal besprochen, aber wir haben es bis jetzt nicht offiziell gemacht und genau das hat der Benni jetzt gerade gemacht. Also tatsächlich, wir haben die Box zur Verfügung, ich mit meiner Community, und wir haben hier auf jeden Fall ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir können hier ganz viele Versuche machen, wir können ganz viele Tests machen, wir können viel Forschung machen, wir können schauen, wie sich die Pflanzen entwickeln und wie Pflanzen reagieren, beispielsweise auf Licht, beispielsweise auf verschiedene Dünger, verschiedene Substrate. Wir können ganz viele Versuche machen. Wir können auch am Ende beispielsweise, wenn wir einen organischen Dünger nehmen, wo uns schon immer interessiert hat, hey, gibt der denn bessere Terpene? Weil man hat schon so viel davon gehört und es haben einen schon so viele Leute davon berichtet, dann können wir das tatsächlich testen. Also wir können die Blüten nehmen, die werden im Labor analysiert und wir kriegen einen Terpenauszug und das können wir uns zusammen angucken. Grow-Mythen, davon gibt es ganz viele. Das Thema Ausspülen beispielsweise oder Topping, mehr Ertrag oder nicht mehr Ertrag. Das sind alles Themen, die können wir jetzt gemeinsam zusammen angehen und können die wirklich testen. Und ich möchte auch von euch sehr, sehr gerne Infos und Anregungen, was ihr, worauf ihr Lust habt. Darüber würde ich mich sehr freuen, worauf ihr Lust habt und was für euch relevant ist, was ihr euch zum Beispiel schon immer gefragt habt. Ja, das hat mich schon immer interessiert und das können wir jetzt für euch hier aufdröseln. So Leute, wir schauen uns jetzt gemeinsam nochmal die Trocknung an mit dem Benni. Gut. So, hier ist Trocknung oder Ernte. Was passiert hier? Hier passiert
die Endbearbeitung, also das Trimmen, getrocknet wird separat. Mhm. Hier ist tatsächlich eben die Enddokumentation eines Versuchs. Der Versuch ist fertig, wenn die Blüten tatsächlich fertig getrimmt sind und die Gewichte feststehen. Ist ebenfalls Teil von jedem Versuch, das mitzuwägen. Es wird immer das Nassgewicht gewogen, ganze Pflanze, Nassgewicht getrocknete ganze Pflanze, dann das Trockengewicht der endgültig produzierten Blüten. Und da wird nochmal unterteilt, weil auch das spannend ist. Es ist tatsächlich auch interessant, ob unter bestimmten Bedingungen vielleicht auch das Gesamtgewicht, hatten wir schon, gleich bleibt, aber mehr kleinere Blüten entstanden sind. Das ist zum Beispiel so ein Thema beim Trocknen. Beim Trocknen, genau. Das heißt, es wird unterteilt in A-Blüten, das sind die großen Headbuds und große Seitentriebe, dann B-Blüten, das sind daumengroß in der Dimension, und dann gibt es noch die C-Blüten, das ganze kleine, und das wird jedes Mal mit gemossen. Das heißt, da haben wir schon eine gute Datengrundlage und können basierend auf der Grundlage dann auch sagen, okay, verglichen mit anderen Versuchen in ähnlichen Bedingungen hat sich tatsächlich mit diesem Attribut, das man geändert hat, was weiß ich, ein Stückchen kälter, was weiß ich, ein mehr bewusster Abbiegen. Durchgang mit kühlen Temperaturen, da konnten wir feststellen, mehr A oder generell auch das Gewicht pro Watt wird mitgemossen. Okay. Also das Gewicht des Größten, des Kleinsten, so das Durchschnittliche. Alles wird an Daten gesammelt, das sammelbar ist, so, weil es einfach spannend ist, das zu vergleichen. Ja. Das passiert hier drin und wie man sieht, es passiert von Hand. Einfach weil wir eben keine große Masse machen, das steht nicht im Vordergrund, sondern die Qualität und vor allem eben die Forschung, die Daten, die da entstehen. Okay. Ja. Und dabei einfach zu lernen. Und dabei zu lernen, genau. Und am Schluss, wenn man schon sich die Arbeit antut, dann natürlich das qualitativ hochwertigste Produkt, das möglich ist. Dann. Alles klar. Ja. War sehr interessant. Ich hoffe, für euch war es natürlich auch interessant. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal so viel verraten. In der ersten Folge, in der Box, die wir gerade zur Verfügung gestellt gekriegt haben, wird es auf jeden Fall um den Aufbau der Box gehen. Also es geht wirklich von ganz am Anfang an, also von Stufe 0 bis zum Ende der Ernte, werden wir jetzt alles wirklich dokumentieren und euch zeigen. Und ich kann mir vorstellen, der Benny wird in der nächsten Folge auch wieder mal kurz zu sehen sein. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Daumen nach oben auf Instagram. Wie gesagt, immer zu erreichen, green.connection.official. Bis zur nächsten Folge. Hat mich gefreut. Ciao.